Cardassianische Soldaten vor ungefähr 6 Jahren das Pech, in die Hülle der Station eingearbeitet zu werden. Das erinnert mich an das alte cardassianische Sprichwort. Es gibt Wege, um zu sterben, und es gibt Wege, um zu sterben. Hm. Interessant, Gerak. So, da drüben ist der Replimat. Schade, dass es auf der Station selbst keine Hintergrundmusik gibt. Das ist alles sehr stumm und... Ja, ja, Major, ist ja gut. Meine Güte. Major? Major, ja, Major. Und was mir auch aufgefallen ist, es gibt hier keine Treppe und hier ist abgeschlossen quasi. Man kann also nicht rumlaufen. Wir können aber in die höhere Ebene gehen, wenn wir im Quark sitzen. Oh, das ist Morn. Aber Morn sitzt am falschen Platz. Der sitzt sonst immer hier an der Theke. Ach, es gibt keine Thekenstühle, deswegen sitzt Morn hier. Immerhin haben sie ihn eingebaut. Das finde ich sehr cool, dass sie daran gedacht haben. Ist das Rom? Hallo, Rom. Ja, das muss 5. Staffel sein. Wo ist Quark eigentlich? Ich habe Gerüchte gehört, dass Sie eine Reise zu dem alten bajoranischen Tempel auf Yarado machen möchten. Sie sollten wissen, dass ich Kunden habe, die jede Summe für seltene bajoranische Artefakte zahlen würden, die dort vielleicht herumliegen. Als Mittelsmann erwarte ich lediglich einen bescheidenen Anteil, 40%. Denken Sie darüber nach. Möge die Weisheit des Profits Sie lenken. Ja, ja. Lita, sagt ihr auch was? Nee, Lita sagt nichts. Roms zukünftige. Wir gehen mal die Treppe rauf. Das ist übrigens automatisch. Das heißt, runterfallen kann man hier schon mal nicht. Dok, 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 dok. So. Hier oben gibt es gar nichts. Von daher können wir uns mal eben kurz hier oben ein bisschen umgucken. Es ist ziemlich düster hier oben. Macht aber nichts. Ich glaube aber nicht, dass es hier noch... Haben wir einen Tricorder dabei? Nein, haben wir auch nicht. Also hier auf der Station selbst haben wir... keinerlei Ausrüstung. Wir können theoretisch nach jeder Mission mal rumlaufen und mit den Leuten sprechen, weil die auch ein bisschen die Story weiter spinnen, von dem, was man so hört. Und manchmal kriegt man auch den einen oder anderen nützlichen Tipp von diesen Leuten. Das heißt, werden wir... Ui, da fliegt ein Shuttle. Sehr gut. Sag mal, was? Okay, jetzt ist es weg. Jetzt sind wir einmal durch. Jetzt düdeln wir mal wieder rund. Oh, was ist das hier? Kann ich hier auch rein? Nee, kann ich nicht. Es ist bestimmt einfach gerade Nacht auf der Station. Das kann natürlich auch sein. So, Quark. Wieder in Quarks. Jetzt gehen wir wieder runter. In die Holosuiten können wir auch nicht. Das ist schade. Aber das ist so. Und dann sind wir eigentlich auch schon durch hier auf der Station. Mehr gibt es hier einfach im Moment nichts zu tun. Die haben alle nichts zu sagen. Das ist schade. Ich hatte gehofft, dass wir ein paar mehr Gespräche führen können. Hm. Mache ich da jetzt einen kurzen Part draus? Ach komm, nee, scheiß drauf. Ich starte jetzt einfach schon mal die nächste Mission. Wir haben noch 7 Minuten. Persönliches Computerlogbuch Nachtrag. Nachdem wir Obernacks Version der Geschichte gehört haben, hat der Captain beschlossen, die Außenmission zum Tempel auf Yarado zu leiten. Er sagt, er hoffe dort die Antwort auf die Albträume zu finden, die ihm in letzter Zeit keine Ruhe mehr lassen. Ich weiß, er hat als Abgesandter viel durchgemacht, aber ich fürchte, aufgrund des Krieges und dieser Visionen, die ihn ziemlich mitgenommen haben, könnte er sich in größerer Gefahr befinden, als er zugibt oder ahnt. Okay, also hier wurde eben schon vom Krieg gesprochen. Das heißt, es müsste doch während der 6. Staffel sein, aber das ergibt einfach keinen Sinn für mich, storytechnisch. Das ist echt, also... Vielleicht ergibt es später noch Sinn im Verlauf der Kampagne, aber momentan... verstehe ich es nicht. Also das ist eine Kiste. Phasergewehrzelle. Sonst ist hier nichts. Okay, alles klar, Waffe an. Da ist ein Toter, kann ich den auch scannen. Bajoranisch, Kaltan-Soldat, Waffe, Phasergewehr, Esel, Trolinium, Sprengladung, okay.
Du sollst das da... Okay, irgendwas habe ich gerade zerstört. Ich würde gerne da rein. Na, kommst du wohl hierher. Da geht auch nichts, okay. Interessant, hier unten. Decks an Außenteam. Ein bajoranisches Angriffsschiff und ein Impulsschiff nähern sich. Keines der beiden Schiffe antwortet auf unsere Rufe. Wir vermuten, dass es sich hierbei um dieselbe Kaltan-Gruppe handelt, die Obernax Kloster angegriffen hat. Commander, aktivieren Sie die Schilde, aber halten Sie Abstand. Aye, Sir. Das heißt... Gehe ich nach einem Anmarsch? Da ist nichts drin. Da ist aber eine Phaser-Gewehrzelle. Die sammeln wir jetzt erstmal einfach ein. Ich bleibe aber erstmal bei dem Handphaser. Nur wenn es übermäßig viele werden, werde ich auf das Phaser-Gewehr wechseln. Achso, ja, kletter da mal rauf. Ich habe das gar nicht gesehen. Das ist ein Tricorder. Es wird noch keine Gegner angezeigt. Okay. Das gefällt mir nicht. Na schön, gucken wir zuerst hier rein. Jetzt ist, wird auf jeden Fall ein Gegner angezeigt. Ein Artup. Okay, alles klar. Das ist auf jeden Fall schon mal... Okay. Das habe ich offenbar kaputt gemacht. Das war ja nicht so clever. Team, das Angriffsschiff ist im Orbit. Sie beamen Truppen an ihren Standort. Das kleinere Impulsschiff ist in die Atmosphäre des Mondes eingedrungen und nähert sich der Einrichtung. Dex, benachrichtigen Sie die Station und die bajoranische Regierung, dass wir angegriffen werden und sofortige Hilfe benötigen. Außenteam, machen Sie Ihre Waffen feuerbereit. Machen Sie schnell, wir haben noch etwas zu erledigen. Natürlich, Captain, ist okay. Ich würde jetzt ja gerne den Kommunikator aktivieren. Aber ich weiß immer noch nicht, wie das geht. Hier habe ich die Kommandozugangskarte für. Alles muss ich kaputt machen, ne? Sachen gibt's. Okay, Phasergewehr. Oh, gleich drei Stück auf einmal, das ist ja geschummelt. Wo? Ach da! Vier! Alter, jetzt reicht's aber langsam. Na komm schon! Boah, halt das Ding was aus, ey. Wahnsinn. Na komm, gib mir das Ziel. Ich hab den doch eben schon erfasst. Nee, da komme ich leider nicht ran. Schade. Sehr ärgerlich. Ich hatte gehofft, dass ich den von hier hinten schon mal abknallen kann. Aber das hat offenbar nicht funktioniert. Neues Ziel, finden Sie die Kommandozugangskarte. Nee, das, da wäre ich jetzt nie drauf gekommen, dass ich die brauche. Okay, Zugangskarte für den Versorgungsbereich benötigt. Dann gehen wir jetzt mal hier rein. Das scheint mit dem Handfaser tatsächlich etwas effektiver zu sein, als mit dem Gewehr. Leiche. Okay, da ist aber auf jeden Fall noch was anderes. Zumindest sieht das danach aus. Das machen wir jetzt nochmal eben. Wir räumen diesen Raum nochmal eben aus. Bevor ich hier weitermache. Okay, hier ist soweit nichts. Aber hier muss irgendwas sein. Ah, Kommandozugangskarte. Guck mal, jetzt habe ich die auch. Wunderbar. Gut, an dieser Stelle machen wir dann mit der Kommandozugangskarte Schluss. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Deep Space Nine The Fall. Und dann suchen wir weiter den Tempel auf Gerardo. Bis dann.